Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Gruselige Dinge aus dem Internet. Für alle, die dieses Format, das unregelmäßig kommt, nicht kennen, es geht letztendlich darum, dass es derzeit im Internet viele gruselige Themen gibt, die an sich alle interessant und gut sind, aber nicht genug Material für ein eigenes Video bieten. Ich möchte euch drei Themen heute vorstellen, die sehr viele von euch mir geschickt haben, und sollte ein Thema davon für euch sehr interessant sein oder ihr extrem gerne hören wollen, dann werde ich mich dahinter setzen und gucken, ob ich mehr herausfinde. Auf jeden Fall kommen jetzt drei gruselige Themen, die ich von euch bekommen habe bzw. die ich im Internet gelesen habe. Das erste Thema ist sehr aktuell und es kommt besonders von Schülern, die derzeit in Niedersachsen zur Schule gehen. Denn dort kam es dazu, dass seltsame Rundmails verschickt wurden. Viele unterschiedliche Leute aus ganz Niedersachsen haben mir geschrieben, dass sie gruselige und verstörende Mails gekriegt haben von einer scheinbaren Sekte, von einem seltsamen Kult, der sie angeschrieben hat. Dieser Kult spricht von den Jahr Endtime Warriors, also von den Endzeitkriegern von Jahr. Es ist letztendlich ein scheinbar religiöser Text, eine E-Mail, die rein religiös aufgebaut ist und nur davon spricht, dass quasi das Ende der Welt bevorsteht und dass wir alles Kinder bzw. Untergebene von Jahr sind und dass wir eben uns informieren sollen bzw. dieser Sekte beitreten sollen. Diese Sekte versucht gerade also aktiv Schüler anzuwerben. In der Mail steht auch drin, dass dies an Schüler gerichtet sein soll, dass alle Schüler, die diese Nachricht bekommen haben, sich aktiv mit dem Thema auseinandersetzen sollen und wahrscheinlich auch diesem Kult, dieser Sekte beitreten müssen. Viele haben gedacht, dass diese Nachricht in irgendeiner Art und Weise nur ein Scherz wäre, dass irgendjemand sich einen Witz erlaubt hätte und diesen Witz als Rundmail an alle möglichen Leute verschickt hatte. Doch die Sekte, von der hier gesprochen wird, ist tatsächlich existent. Es ist in gewissem Maße eine Sekte, die christliche Züge hat. Es geht auch dort um Gott und Jesus, nur dass Gott und Jesus in diesen Texten einen anderen Namen haben, als wir es gewohnt sind. Namen, die tatsächlich im Hebräischen für die existieren sollen. Auf jeden Fall sind dort gewisse Züge vom Christentum oder vom Judentum zu erkennen. Allerdings muss man sagen, dass diese Sekte in der Vergangenheit durch andere Dinge immer und immer wieder aufgefallen war. Denn bei dieser Sekte geht es sehr viel auch um Verschwörungstheorien. Diese Sekte beschäftigt sich damit, dass es eben Echsenmenschen geben soll. Sprich, dass wichtige Politiker und Regierungen dieser Welt Echsenmenschen sind, die sich verwandeln können und versuchen, uns zu kontrollieren, beziehungsweise uns derzeit sogar schon kontrollieren. Oder sie sagen, dass es Außerirdische gibt, die immer wieder auf die Erde kommen und an Menschen Experimente durchführen, sagen, dass sie eben auch an außerirdische Rassen glauben, die eben irgendwann kommen und sie mitnehmen werden. Es geht auch dann darum, dass sie vermuten, von der Regierung heimgesucht zu werden und dass es geheime Organisationen gibt, die eben die Mitglieder dieser Sekte umbringen wollen. Diese Sekte, auch wenn sie in gewissem Maße religiös scheinen mag, ist letztendlich eine Sekte von Verschwörungstheoretikern. Wir haben hier extrem viele wahnwitzige Verschwörungstheorien und in der Vergangenheit kam es bei dieser Sekte sogar schon zu Todesfällen, weil Mitglieder der Sekte eigene Partner, Familienmitglieder oder dergleichen erschossen haben. Diese Sekte, wenn das auch in Amerika war, hat gefährliche Züge. Und wenn ihr eine Mail bekommen habt von eben dieser Sekte, von diesen Leuten, die eben euch irgendwie eine Mitgliedschaft anbieten, die euch anbieten, mit dem Thema vertraut zu machen, die mit euch reden oder telefonieren wollen, lehnt das alles ab. Diese Sekte, sollte diese Rundmail wirklich von den offiziellen Mitgliedern der Sekte kommen, ist etwas, das sehr gefährlich enden kann. Ihr müsst nämlich wissen, diese Sekte hat gezielt Schüler angeschrieben. Die Sache ist, diese Mail ging nicht nur an Oberstufenschüler, Schüler, die alt genug sind und die Gefahren des Internets kennen, sondern auch an jüngere Schüler, Fünftklässler, Sechstklässler, vielleicht sogar noch jünger. Und wenn sie solche Nachrichten auf ihren Handys lesen, gerade jetzt zur Corona-Zeit, wo ja fast alle eben am PC unterrichtet werden bzw. sich besser mit den PCs auskennen, kann es sein, dass manche diese Nachricht kriegen und denken, das, was dort drinne steht, ist echt. Vor allem, wenn Klassenkameraden ebenfalls davon erzählen und wenn man sieht, dass diese Nachricht an alle Klassenkameraden und auch an den Lehrer gegangen ist. Die Leute, die eben diese Nachrichten bekommen haben, können dann eben so beeinflusst werden, dass sie tatsächlich bei dieser Sekte mitmachen bzw. sich sehr damit beschäftigen und verblendet werden, dass sie eben anfangen, dieses verrückte Ideologienmaterial zu schlucken und zu glauben, was dort erzählt wird.
Also, wenn ihr jemanden kennt, der diese Nachrichten gekriegt hat, oder wenn ihr selbst diese Nachrichten bekommen habt, seid da sehr vorsichtig. Am besten löscht ihr die Nachrichten einfach und ignoriert sie. Ihr habt nichts verloren, wenn ihr darauf nicht eingeht. Auf jeden Fall, das war das erste Thema und das ist das größte Thema, das ich für euch habe. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, schreibt das gerne in die Kommentare. Ansonsten aber habe ich als nächstes Thema ein Bild, welches gerade online immer und immer wieder gepostet wird. Es ist ein Gemälde aus dem Jahr 1860 von einem Künstler namens Ferdinand Georg Waldlust. Dieser Künstler hat ein Bild gemalt namens Die Erwartete. Und in dem Bild Die Erwartete sieht man eine junge Frau, die einen Waldweg entlang spaziert. Das Besondere ist aber nun, dass einige Leute auf Twitter angefangen haben, sich dieses Bild genauer anzusehen und bemerken, dass es scheinbar eine Zeitreisende zeigt. Auf diesem Bild sieht man eine Frau, die scheinbar ein Handy in der Hand hält. Manche Leute sprechen davon, dass dieses Handy ein iPhone sein soll, aber dafür gibt es keinerlei Belege. Wir sehen nur, dass auf dem Bild die Frau etwas Merkwürdiges auf der Hand hält und manchmal sieht man sogar Bilder, wo diese Frau nicht nur etwas Merkwürdiges in der Hand hält und das anstarrt, sondern auch noch Licht von diesem Ding in ihrer Hand ausgeht, dass es also hell erleuchtet wird. Dies würde natürlich unterstützen, dass man glaubt, dass sie ein Handy in der Hand hält, das eben zurückleuchtet, das sie anstrahlt. Doch bei diesem Bild, auch wenn viele Leute mir geschrieben haben, dass wir es hier mit einer echten Zeitreisenden zu tun haben, ist nichts weiter als eine Fehlinterpretation. Dieser seltsame Lichtschein, der von ihrer Hand ausgeht, ist nicht mal real. Verschiedenste Leute haben dieses Bild genommen und diesen Lichtschein selbstständig hinzugefügt. Das bedeutet letztendlich nur, dass wir erstmal nur ein Bild haben, wo sie irgendetwas in ihrer Hand anguckt. Und tatsächlich können wir sogar wissen, was dieses Ding ist, was sie in ihrer Hand hält, weil es niedergeschrieben wurde. Sie hält kein Handy oder dergleichen in der Hand, sondern ein kleines Gebetsbuch. Ein Buch, welches viele Leute damals mitgehabt haben, während sie eben auf Wanderschaft waren. Deswegen guckt sie eben nicht irgendwas Übernatürliches an, sie ist keine Zeitreisende, sie ist einfach nur eine Wanderin mit einem Gebetsbuch. Als letzte Nachricht, die ich noch bekommen habe, beziehungsweise die mir viele geschrieben haben, ist über die Zombie-Krankheit. Verschiedenste Leute haben mir geschrieben, dass sie jetzt Panik kriegen, weil angeblich soll in der Arktis, im tiefen Eis, eine Zombie-Krankheit existieren, die jede Sekunde ausbrechen könnte. Doch hier sind viele Leute auf den Titel der Nachrichtenüberschriften reingefallen. Denn wir haben es hier nicht mit einer Zombie-Krankheit zu tun, mit einer Krankheit, die Menschen in Zombies oder dergleichen verwandelt, sondern wir haben es mit einer Zombie-Krankheit zu tun. Eine Krankheit, die eigentlich ausgestorben ist, aber immer noch weiter in dem Eis der Arktis existiert und neu auferstehen könnte. Sprich, Zombie bedeutet nicht, dass wir zu Zombies werden, sondern dass die Krankheit selbst quasi ein Zombie ist. Eine tote Krankheit, die wieder zum Leben erweckt wurde. Man muss sagen, dass dies tatsächlich stimmt. Es gibt Krankheiten im gefrorenen Eis der Arktis, die tatsächlich weiterhin dort existieren und leben. So haben Forscher in der Vergangenheit auch schon einige Krankheiten wiederbeleben können, die damals verheerende Folgen haben. Wenn auch diese wiederbelebten Krankheiten so schwach gewesen sind, dass sie keinen Menschen infizieren könnten, beziehungsweise auch kein Tier. Es kann sein, dass im Eis und im Permafrost der Arktis eben eine gefährliche, tödliche Krankheit lauert, doch Experten sagen, dass sie sich relativ sicher sind, dass die Wahrscheinlichkeit eines Ausbruches durch eben den Klimawandel oder dergleichen ziemlich gering ist. Wer also nun im Internet auf Nachrichten stößt wie jede Sekunde könnte die Zombie-Krankheit aus der Arktis ausbrechen, seid erstmal unbesorgt. Alles ist gut, wir haben es hier nicht mit einer wirklich aktiven Bedrohung zu tun. Es ist nur eine Sache, die man vielleicht im Hinterkopf behalten sollte, gerade wenn es um das Thema Klimawandel geht und dass man darauf achtet, ein bisschen mehr zur Umwelt beizutragen. Das war auf jeden Fall dieses Video. Wie gesagt, hat euch ein Thema großartig gefallen, dann schreibt es in die Kommentare und ich gucke es mir genauer an. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal, was auch immer ich mache. Bis dann aber, tschüss.